Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Let's play Minecraft. Okay, wir müssen schlafen gehen, Leute. Es wird schon Nacht. Das kommt davon, wenn man vor der Aufnahme hier zu lange rumsteht. Aber herzlich willkommen zurück. Wir gehen mal auf den Friedhof schlafen, würde ich sagen. Das ist total normales Verhalten, nämlich. Und dann werden wir in der heutigen Aufnahme und in der heutigen Folge natürlich auch wieder bereit sein, Großes zu leisten, Leute. Denn nur wer Großes leistet, leistet auch Großes. Weiß auch die schöne Musik von C. Wie heißt der? 418? Ich weiß es nicht. Ein Deutscher, genau genommen ein Berliner, wenn ich mich täusche. Musikproduzent. Übrigens, ich denke, die Minecraft-Lieder, die kennt jeder von euch. Aber ihr solltet mal auf YouTube das Lied Beton suchen von ihm. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal in der Playlist irgendwann mal. Das ist ein sehr geiler Song, wie ich finde. So, in der heutigen Folge wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Ich würde ganz gerne den Bahnhof weitermachen. Ich würde ganz gerne die Wege weitermachen. Eigentlich müssten wir auch mal hier an der Villa weitermachen. Da hängen wir jetzt schon seit längerer Zeit. Und ich hatte da vor kurzem eine tolle Idee, wie wir die Fassade so ein bisschen, wenigstens ein bisschen verschickern können. Weil ich finde, das sieht alles nicht so super geil aus. Und das mit den Villagern hier stört mich, dass die hier draußen rumrennen. Das ist, finde ich nicht gut. So, ich gucke mal ganz kurz, ob wir noch, ob wir noch irgendwie Kies haben. Wir haben noch ein bisschen Kies zumindest. Den nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch noch ein bisschen Cobblestone mit. Oder wir nehmen ein bisschen mehr Cobblestone mit. Lass mal die Kiste ein bisschen plündern. Dann sollten wir am Bahnhof weitermachen. Dann werden wir es wahrscheinlich brauchen. Was könnten wir noch gebrauchen? Oh, ich habe noch die Kamera an von der vorherigen Aufnahme. Das irritiert mich, wenn ich mich selber sehe. Das ist nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall mal Essen, glaube ich. Achso, ja, man kann jetzt die Schilder ja nachträglich bearbeiten. Das ist sehr toll. Wir nehmen mal ein bisschen was zu essen mit, weil wir haben nicht mehr so viel. Das ist auch sehr wichtig. So. Vielleicht müssen wir auch mal wieder ein bisschen was farmen. Stimmt, apropos farmen. Wir wollten noch die Farmen auch nochmal neu machen, ne? Ich nehme jetzt mal wieder das Boot. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob das Feld noch da ist, weil das wollte ich doch auch nochmal umbauen, ne? Also nochmal ein neues automatisches Feld bauen. Vielleicht auch ein bisschen größer als das, was wir jetzt hatten. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob wir das schon abgebaut hatten oder nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht haben. Ken ZB. Ja, das sieht noch sehr feldig aus da drüben. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal eine Runde ernten. Dann ist das Feld nämlich schon mal leergeräumt. Und was dann hier genau hinkommt, weiß ich noch nicht. Das darf dann wieder Zukunftsschritte entscheiden. Oder ihr in den Kommentaren natürlich. Auch da seid ihr wieder gerne eingeladen. So. Ja, wir haben einen Block verpasst. Macht aber nichts. Da holen wir uns jetzt auf der Rückreise. Dann können wir ja mal hiermit anfangen, dass wir das Feld wegmachen. Es ist ein bisschen ärgerlich. Es ist ein bisschen ärgerlich, Punkt. Mit dem Feld. Das ist alles nicht so ideal gelaufen. Was ich auch nicht so toll finde. Aber gut, ist jetzt halt so. Wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen. Und ich finde es besser, wir starten das Ding halt nochmal neu, als dass wir jetzt halt einfach sagen, oh komm, wir leben jetzt mit dem Feld. Weil mittlerweile muss man sagen, dass das Play läuft doch schon echt lang. Und dann gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, sinnlos irgendwie Zeit zu sparen. Oder sich zu denken, ach, das und das mache ich jetzt nicht, weil es lohnt sich nicht. Doch, es lohnt sich. Aber wir sind hier schon seit fast 1000 Folgen und seit irgendwie 10 Jahren oder sowas an diesem Let's Play dran. Also gehen wir mal einfach davon aus, dass das erste Mal so weitergehen wird. Und dann lohnt sich das auch. Generell lohnt es sich ja hier Mühe reinzustecken. Denn es soll ja auch alles schick werden, ne? So. Plopp, plopp, plopp. Plöpp, 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 plöpp. Gut, nehmen wir einen Schulker mal mit. Und machen hier drüben auch noch weiter. Weiß jetzt nicht, wieso ich von allen Schulkern genau die grauen genommen habe. Das ist der, den ich so irgendwie am wenigsten mit so Gewächsen verbinde. Aber okay. Ist jetzt halt so. So.
Und hier sind die ganzen Kartoffeln. Die sind wichtig, wie gesagt. Da können wir dann wieder welche braten und haben dann wieder schön Essen zur Verfügung. Denn uns gehen so ein bisschen die Bratkartoffeln langsam aus. So, dann zack. Ja, giftige Kartoffeln sind auch sehr wichtig natürlich. Wir nehmen die giftigen Kartoffeln mit, ne? Ich schmeiß die nicht weg, nur weil die keine Verwendung haben. Denn irgendwann kommt vielleicht eine Verwendung dafür und deshalb werden die schön aufgehoben. Irgendwann kommt vielleicht eine Verwendung und dann sind wir froh, dass wir welche haben. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Wahrscheinlich, es sind glaube ich gar nicht mal so viele. Dafür, dass wir die halt schon seit... Ich glaube, wir haben die nie weggeworfen, oder? Wir haben die Kartoffeln niemals weggeworfen. Das wird schon niemals tun. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Tja. Ich weiß es nicht. So, das ist auf jeden Fall gut. Tack, tack. Nehmen wir mit. Und dann würde ich ganz gerne mal gucken nach dem Redstone-Gedöns, was hier mit verbunden war. Einmal haben wir dabei, das ist gut. So, Redstone war ja hier mit dem Kraftwerk verbunden. Oh, das ist nicht gut. Ja, doch, das ist gut, das ist okay. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt irgendwas kaputt gemacht, aber nee, habe ich ja nicht. So. Gehen wir mal kurz hier rein, dann nehmen wir den ganzen Redstone mit, den müssen wir ja nicht verschenken, weil Redstone, ja, ist jetzt zwar nicht so das seltene Material oder so, aber da kann man tolle Dinge draus machen und deshalb nehmen wir den mit. Da kenne ich nix. So, machen wir es einfach mal so, oder? Okay, es geht nicht überall, weil manche hier auch aus Sandstein sind oder aus normalem Stein, auch das gibt es offenbar. Okay. So. Blöp, 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 blöp. Wunderbar. Machen wir hier noch eine Fackel hin, weil sonst haben wir hier irgendwann Monster. Das will ja keiner. Glaube ich. Behaupte einfach mal, dass das keiner will. Wer das von euch will, ist ein schlechter Mensch. So. Erde. Und dann knallen wir das ganze Ding hier mal ein bisschen zu. Sodass das Wasser weg ist. Huch. So. 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 Wunderbärchen. Ups. Huch. Hoppala. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu weit nach unten buddeln. So, das... Ah ja, das ist die... Das ist die Dingens hier, die Bewässerung. Ah ja, ach ja, so. Machen wir auch mal weg. So. So. Wie süß, da ich da bei der Bewässerung versucht habe, wirklich einen Flow herzustellen. Zumindest sieht es so aus, als hätte ich das versucht. Ich meine, ich habe es nicht hinbekommen, aber eigentlich kann man doch da auch einfach auf jede Etage einen neuen Wassereimer schütten. Ich meine, das habe ich ja im Endeffekt gemacht, aber ich glaube, mein Gedanke war schon erst, dass wir eine natürliche Bewässerung sozusagen haben. Also, dass man einen Wassereimer ausschüttet und das dann halt bis unten hin durchläuft. Ist halt nur schwer umzusetzen, muss man sagen. So, war hier nicht... Ich glaube, hier war eine rote Beete gelegen. Dachte ich zumindest. So. Oder ein Redstone. Kann auch sein. Ups. Okay, machen wir mal den Bruchstein hier rein. Dann ist der nämlich erstmal weg. Auch der Kies kann da rein. Dann haben wir da nämlich ein bisschen Platz im Inventar. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel Erde wir hier brauchen. Ich glaube, für das obere brauchen wir ganz viel Erde. Und hier auch. Okay. Also hier habe ich es dann tatsächlich einfach gemacht. Und habe da einfach mit Wasser ausgefüllt. Was ja auch okay ist.
Es ist ja auch in Ordnung, wenn man es so macht. Hauptsache, es funktioniert und die Bewässerung ist gewährleistet. Das ist das Wichtigste. So, das kommt alles weg, weg, weg. Und die Reihe hier noch. So. Und dann haben wir noch, wie viele? Zwei. Ich glaube, zwei Reihen Bewässerung. Tack. Buddeln uns dem Sonnenuntergang entgegen. Wie romantisch. Guck doch mal. Schön sieht das aus. Also jetzt mal wirklich. Echt hübsch. Hat irgendwie was, der Shot, ne? Hat irgendwie was. Was vor allen Dingen auch hat, ist die Info, dass es gerade Nacht wird. Ich bleibe jetzt aber trotzdem mal hier. Wenn Monster kommen, dann kloppen wir die halt mal. Seit es die Phantome gibt, geht man halt viel, viel öfter und konsequenter schlafen, weil man halt keinen Bock hat auf die Phantome. Also geht mir zumindest so. Seitdem achte ich viel besser drauf, in Minecraft pünktlich ins Bett zu gehen, weil man halt einfach keinen Bock hat, dass einen die Phantome zu Tode nerven. Oder irgendwo runterschubsen. Oder was ja auch Nerven ist im Endeffekt. Die sind halt auch so nervig zu bekämpfen. Weil die so eine gefühlt verbuggte Hitbox haben, ist halt echt nicht cool. Echt nicht so nice. So. Okay. Ja, und dann denke ich, werden wir hier auch unserer Vorbildfunktion gerecht, die ich ja nun mal als Let's Player habe, als YouTuber oder als Influencer. Dieses Wort Influencer ist auch so geil. Ich finde sowieso dieses ganze Thema, was ja oft, wie gesagt, ne, wird ja oft gesagt hier, also jetzt nicht ich natürlich, weil ich ein kleiner Pups-YouTuber bin, der keinen Mensch kennt. Entschuldigung, und der verschleimt es immer noch von seiner Erkältung. Aber es wird ja. Ach, guck mal, hier habe ich es sogar gemacht. Oder? Habe ich? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Aber es wird ja immer gerne darüber geredet, dass YouTuber, Streamer, was auch immer, also im Prinzip alle Menschen, die Fans haben, eine Verantwortung haben. Für diese Fans. Und da bin ich immer so ein bisschen gespalten, was dieses Thema angeht. Weil, also zu einem Teil, ich verstehe zumindest, wo die Aussage herkommt. Ich verstehe, warum man das sagt, warum man das denkt. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich stimme dem nicht so ganz zu. Denn ich finde, ein Vorbild. Also ich finde es generell, man sollte in seinem Leben so ganz grundsätzlich ab einem gewissen Alter verstehen, dass man selbst derjenige oder diejenige ist, die der verantwortlich für sein Handeln ist. Oder für ihr Handeln. Ich sage es jetzt ganz bewusst auch für Frauen mitmeinend, weil es betrifft ja alle im Endeffekt. Und ich finde. So dieses Konzept, man hat ein Vorbild, so nach dem Motto, man guckt zu jemandem auf und schaut, wie der oder die das macht und orientiert sich dann daran. Ich meine, das kann man machen und ich denke, viele Leute haben ja auch Vorbilder und das ist ja, da ist ja auch keiner von freigesprochen. Aber ich sag mal so, ich finde, dass man halt immer so sagt, ja. Hey, du hast eine Vorbildfunktion, mach doch mal lieber dat oder mach doch mal lieber dies oder jenes. Das finde ich immer sehr interessant, weil